70 Jahre nach Kriegsende halten uns die Verbrechen der Nazizeit noch immer gefangen. Verbrechen, die in vielen Familien Spuren hinterlassen haben. Es fällt schwer, sich einzugestehen, wenn etwa der eigene Großvater Schuld auf sich geladen hat. Als Täter, Profiteur oder auch nur als Mitläufer. Wie schwer, zeigt die Debatte um den einstigen Firmengründer Max Brose, die gerade im bayerischen Coburg die Gemüter erhitzt. Chris Humps und Markus Pohl berichten, wie sein Enkel und Nachfolger nicht wahrhaben will, dass Max Brose etwas Unrechtes getan haben könnte und ihn nun sogar ehren lassen will. Nazi-Mitläufer, Profiteur, Nutznießer. Diese Bezeichnungen treffen für Max Brose eindeutig nicht zu. Michael Stoschek, einer der reichsten Männer Deutschlands, kämpft mit allen Mitteln um die Ehre seines Großvaters Max Brose. Er war Gründer des Autozulieferers Brose und tief verstrickt in das NS-System. Trotzdem fordert sein Enkel und Nachfolger als Unternehmenschef eine öffentliche Würdigung. Diese Straße am Konzernsitz im fränkischen Coburg soll in Max-Brose-Straße umbenannt werden. Der Mann war ein Vorbild. Der Mann hat sich ehrenhaft verhalten. Und es gibt nicht den geringsten Grund, ihm diese Ehre zu versagen. Doch es gibt Widerstand im Rathaus gegen das Diktum des Konzernchefs. Stadträtin Franziska Bartel, von Beruf Historikerin, meint, Max Brose tauge nicht als Vorbild. Er war 1933 NSDAP-Mitglied, er war Wirtschaftsführer, er hatte Zwangsarbeiter beschäftigt. Und ich glaube, dass das Punkte sind, die uns heutzutage davon abhalten, dass wir jemanden in der Form ehren können mit einer Straße. Der Wehrwirtschaftsführer Brose war im Dritten Reich IHK-Präsident. Und das in einer Nazi-Hochburg. Denn schon 1930 regierte hier in Coburg ein NSDAP-Bürgermeister. Es war die erste Stadt im Reich, die Adolf Hitler zum Ehrenbürger ernannte. Hier ein Foto aus dem Coburger Rathaus. Der Rüstungsproduzent Brose profitierte enorm vom Vernichtungskrieg. Sein Werk lieferte für den Feldzug unter anderem Teile für Panzergeschosse. Für die Fertigung orderte er Zwangsarbeiter. Michael Stoschek relativiert, zieht Parallelen zu Oskar Schindler, der mehr als 1000 Juden das Leben rettete. Oskar Schindler war Nationalsozialist, Parteimitglied, hat Zwangsarbeiter beschäftigt und war in der Rüstungsindustrie. So, Sie sehen an dem Beispiel, das sagt überhaupt nichts. Oskar Schindler war ein Held. Weil er Juden vor der Vernichtung, vor der Vergasung gerettet hat. Richtig. Im Gegensatz zu Oskar Schindler gab es in Coburg kein Konzentrationslager in unmittelbarer Umgebung, sodass mein Großvater keine Juden retten konnte. Nur ist auch erwiesen, dass mein Großvater die Zwangsarbeiter gut behandelt hat, soweit es irgendwie möglich ist. Angeblicher Beleg, die Entnazifizierungsakte von Max Brose. Darin gibt es entlastende Aussagen, die das Gericht 1949 milde urteilen ließ. Brose sei nur ein Mitläufer gewesen. Die Strafe 2000 Mark. Entnazifizierungsurteile müssen generell kritisch gesehen werden, betonen Historiker. Statt der Verfolgung von NS-Unrecht stand Ende der 40er Jahre die Einbindung der alten Eliten im Vordergrund. Aussagen von Entlastungszeugen glaubten die Spruchkammern damals nur allzu gerne. Da wird einfach gelogen, dass sich die Balken biegen. Also in fast jeder eidesstattlichen Erklärung finden Sie dann eben die Hinweise, dass die Zwangsarbeiter fantastisch versorgt gewesen seien, dass sie nach der Befreiung dankbar gewesen seien. Also fast jeder Unternehmer, der vor einer Spruchkammer steht, bringt solche sogenannten Persilscheine bei. Und deswegen gehen Historiker da in aller Regel sehr, sehr vorsichtig mit um. Hier im Staatsarchiv Coburg liegen die Akten zum Fall Brose. Darin finden sich auch viele belastende Aussagen, etwa über die Misshandlungen von Zwangsarbeitern. In den Akten liegt auch dieser Aufruf, unterzeichnet von Max Brose. Er warnt seine Mitarbeiter bezüglich des Umgangs mit Kriegsgefangenen, Humanitätserscheinungen sind keineswegs am Platze. Moralisch fragwürdig auch der Erwerb dieser Villa durch Max Brose. Sie hatte zuvor dem bekannten Coburger Juden Abraham Friedmann gehört. Er war von Nazischergen gefoltert und aus dem Land gejagt worden. Max Brose nutzte die Gelegenheit, das Anwesen weit unter Wert bei einer Zwangsversteigerung zu kaufen. In den Augen des Enkels aber bleibt der Großvater untadlich. Michael Stoschek beruft sich auf eine Studie der Universität Erlangen.
Sie hat die Verstrickungen Broses aufgearbeitet. Ein Auftragswerk, bezahlt von der Firma Brose. Tenor des Autors: Max Brose ist immer anständig geblieben. Also die Geschichte meines Großvaters ist endgültig und abschließend erforscht. Da gibt es absolut keinen Bedarf mehr an weiterer Erforschung. In der Fachwelt wird die Arbeit der Uni Erlangen zurückgewiesen. Unter Historikern gilt das Buch, das ohne eine einzige Fußnote auskommt, als unwissenschaftlich. Es ignoriere den Stand der NS-Forschung, sei einseitig. Ich kann mir keine andere Erklärung vorstellen als die, dass das Ergebnis im Grunde von vornherein feststand. Nämlich, dass hier bei dieser Untersuchung herauskommen soll, dass die Person moralisch einwandfrei gehandelt hat. Warum macht man das als unabhängiger Professor? Das wiederum kann ich mir jetzt nicht erklären. Der Autor der Studie, Professor Gregor Schölgen, wollte sich nicht vor der Kamera unseren Fragen stellen. Mit dem von der Firma Brose bezahlten Buch übt Michael Stoschek nun Druck auf den Coburger Stadtrat aus. Denn der hat ihm schon einmal die Gefolgschaft versagt. 2004 eine Max-Brose-Straße abgelehnt. Sehr zum Unmut des Patriarchen. Das war eine Entscheidung, die unseren Firmengründer beschädigt hat und die uns natürlich tief getroffen hat. Und da der Stadtrat die Vertretung der Bürgerschaft ist, haben wir gesagt, okay, wenn die Bürgerschaft so unseren Großvater und Firmengründer beschädigt, ja, dann sind wir auch als Unternehmen übrigens nicht mehr bereit, uns öffentlich zu engagieren. Der mächtige Brose-Konzern strich Coburg alle sozialen Zuwendungen und Spenden. Und das zeigte Wirkung. Heute zeichnet sich im Stadtrat eine Mehrheit für die Max-Brose-Straße ab. Auch der SPD-Bürgermeister bereut die ursprüngliche Ablehnung. Das hat zu einer Verstimmung gesorgt zwischen dem Unternehmen und auch der Stadt Coburg. Und ich denke mal, es tut der Stadt gut, wenn dieser Streit mal beigelegt wird. Am 21. Mai will die Stadt nun die Ehrung von Max Brose beschließen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden und selbst in Franken zu Hause, hält das angesichts der NS-Geschichte Coburgs für beschämend. Es geht nicht darum, Max Brose generell zu verdammen. Nur es geht darum, eine Straßenbenennung. Und ich erwarte für eine Straßenbenennung eine Vorbildfunktion in jeder Hinsicht. In der Stadt Coburg, die erste Stadt mit einer braunen Stadtratsmehrheit. In dieser Stadt, meine ich, sollte man die Latte besonders hochlegen.